Hallo meine Freunde, willkommen zurück in, wie heißt das Spiel? Ah ja, Pirates Journey. Hier im Stream auf Twitch sind wir hier, auch die YouTuber, alle beieinander, natürlich so wie es sich gehört. Und ja, wir setzen nahtlos am letzten Part an. Ich habe jetzt dazwischen nur mal alles zusammengefarmt. Und jetzt sind wir beim, was wir brauchen, jetzt bauen wir das Armory auf und schauen mal, was da rauskommt. So. So werde ich das anfänglich machen müssen, damit ich da ein bisschen zeitlich besser hinkomme mit allem. Ich hoffe es. Ich hoffe halt, das ist so akzeptabel. Das war jetzt so ziemlich der ganze Ablauf. Mal das Intro, mal das Outro. Wieso kriege ich dieses Scheißteil da nicht hin? Ah, da war was grün. Da war was grün. Da war was grün. Ha! Also eine Armory. Okay. Okay, Cutlass plus 1, 2, 3, Legendary. Hört sich jetzt super an. Crystal Skull. Gold Bar. Rusty Eggs. Oh. Das ist eigentlich nur ein Upgrade-Teil. Da brauche ich alles vorher schon einmal. Moment. Nee, Depp. Das Smelterhaus. Hey, was habe ich wieder hier? Baby. Wir brauchen Wut. Aber was sind insufficient Items? Was soll das heißen? Ich habe 5 Foto, ich habe 2 Eisenbahnen. Rusty Eggs used to collect resources and for melee combat. 5 Wood? 2 Iron Bar. Ja, Wood? Iron Bar. Klick. Geht nicht. Warum? Sind sie von Gunpowder? Wie soll das gehen? Fünf Wut braucht er noch schon mal. Die, okay, da hat's irgendwas. Irgendwie muss man die wahrscheinlich die Mats wo reinlegen oder so. Vermutlich. Ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits.
Ah. Muss der ja auch mal wer sagen. Woods und Allenbar, probieren wir das mal. Allenbar. Gut. Fuel. Keine Ahnung. Wood. Ah. So, es läuft. So läuft Hasi. Rusty Eggs. Dann tun wir die andere da weg. Die habe ich wieder in der Hand. Jetzt war jetzt was drauf. Haben die überhaupt Tooltip? Nö, nicht wirklich. So, okay, gut. Stopp. Was kann ich das noch machen? Den Anvil. So, stopp. Das lasse ich da drin. Was mache ich mit dem? Man kann Hütten abbrennen. Puh, doch nicht. Ja gut, was ist jetzt mein Ziel? Wir nehmen die Stone Pickaxe mit, die normale Pickaxe haben wir mit, Gunpowder nehmen wir auch mit, die Waffe nehmen wir mit, aber ich habe wahrscheinlich jetzt nichts, um da wirklich jetzt was. Allenbar und Gunpowder. Wo habe ich denn vorher Gunpowder? Kohle, Wood, Fiber, das kriege ich aber hin. Pass auf. Fiber, Wood. Ha. Das war ohne Scheiß, ich habe vorher Kohle gehabt. Nein, ernsthaft, wo ist meine Kohle? So. Das ist Iron drin. Ich verstehe es nicht. Ich habe vorher Kohle gehabt. Das ist die Hütte fast hin. Der ist ja auch zum Repairen. Schauen wir mal, was der kann. Ist auch neu. Sorry, ich spiel gerade, gell? Ich habe das schon mitgelesen, aber ihr habt da gerade diskutiert drüber, dass dein Internet irgendwie spinnt und dass dein Palia nicht geht. Aber ich habe da gerade versucht rauszufinden, wie man Sachen schmelzt und wo meine Kohle ist, ja? Am ersten kommt es, wenn du die andere kaufst, die Special Edition von Starfield. Und das weiß er nicht und das als Fan. Tja. Hammer. So, wie rappt man dann?
Rechts hold for build options when looking at. Nein. Repair. Neunmal Wut und ich habe sieben. Warte mal. So. Oh, das geht schnell, das ist gleich repariert. Ja, so cool. Na dann. Würde ich mal sagen, gehen wir mal und schauen uns ein bisschen um. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Schauen wir mal, ob wir Kohle wo finden. Nehmen wir unser komisches Schwertal. Pflücken noch ein paar von die. Weil die brauchen wir für Clothes. Und dann nehmen wir die und machen Bandagen. Für den Fall der Fälle. So, Moment. Wo sind wir? Bandagen brauchen Clothes. Und Clothes ist drunter. Fünf brauchen die, ja. Jawohl, so passt. Das sieht gut aus. Und was, Abi? Spielst du das Starfield? Starfield Game Pass oder so? Also mit dem Palmenwerk, es ist ja, was, es schaut ja gut aus. Also, wenn es vielleicht das Einzige ist, was man im Spiel zugute halten kann, aber auch schon tut es ja nicht schlecht. Vor allem der Boden gefällt mir, ist wirklich schön dicht. So wie ich immer. So. Oh, ein Grab. Captain Michael Cook's Grave. So. Wir sollen das mit einer, was hat er gesagt, mit einem Ding? Ne, ich habe kein Kiva, habe ich für das Spiel. Ich habe selber, aber ich habe einen gratis Game Pass Ultimate für 3 Monate und das geht sich mit September noch aus. Also, ich werde es aber auch verlängern dann auf dem PC Pass, weil ich habe zuerst erst 2 Spiele draus gespielt, habe aber ein drittes, viertes Vorbild dazukommen und finde das eigentlich wirklich cool. Also für die 10 Euro im Monat da jetzt, und jetzt gratis war bei meinem Steam Deck dabei. Bei meinem Steam Deck, bei meiner Logitech G Cloud waren 3 Monate dabei. Mit dem Ultimate, deswegen ist er dabei, weil du dann mit dem Ding auch auf der Couch liegen kannst und streamen kannst vorher das innere Server aus und dein PC nicht laufen muss wie bei Steam Stream Remote Play. Und deswegen geben es da Ultimate dazu, kann man auf die Couch legen und Satisfactory spielen mit dem Teil, das ist schon cool. Also das ist wirklich cool irgendwie, vor allem auch einfach rennen lassen, AFK nebenbei. Und das kleine Ding braucht weniger Strom als ein PC und vor allem Streams aus der Cloud. Das ist recht cool, das Ding. Und sonst würde ich wahrscheinlich auf den PC Pass wahrscheinlich wechseln wieder, also ziemlich sicher. Aber wie gesagt, musst du nicht mehr Sachen kaufen. Auf Amazon gibt es irrsinnig viele Sachen, die was da einen Rabatt auf dem Game Pass geben. Ich habe jetzt letztens wieder gesehen, ich habe Kopfhörer heute bestellt für mich neu, weil die alten nach ungefähr 7, 8, 9 Jahren den Geist aufgeben. Also nur die Polster runtergehen und langsam wird es Zeit für mal neue, eh die Nachfolgermodelle, aber wurscht. War, wenn du das kaufst, kriegst du von Amazon zum Beispiel bei den Kopfhörern wieder einen Gutschein für minus 33% auf dem Game Pass. Das heißt, minus 33% auf hoffentlich ein 3-Monats-Ding wäre schon wieder 1 Monat geschenkt. Also da kriegst du ständig irgendwo was.
tatsächlich was getrunken. Ja, wir sollen hier ja was ausgraben. Welchen ist das geschaut? Bei der Stone Pickaxe. Too thick a stone. Stone Hoe. Stone Pickaxe. Und mal statt ein Hammer. Collected Mod. Oh, so schnell gegangen. Es hat sich irgendeiner Grenze haben. Meine Schnürli da unten hängt schon wieder weg und wedelt im Wind. Erinnert mich irgendwie an Conan. Nur andere Sachen. Ja, gut. Ich brauche ungefähr, um das herzustellen, Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe Part 3. Und jetzt? Und jetzt ist hier absolut kein Hinweis drauf mehr, wo man wieder hin soll. Und es wird Zeit, was zu trinken. Ja, und essen, ja, kann ich den Seestern essen? Es wäre ein Versuch wert gewesen. Oder eigentlich nicht, ich will keinen Seestern essen. Das wird nicht ungekocht. Ach, der Boden schaut gut aus. So, das ist eben das, wo ich war gerade. Wieso ist das so? Skull. Was will er mal sagen damit? Soll ich das sprengen? Ich muss kurz zurück. Ich habe nämlich ein Problem. Wenn ich stirb, bleibt immer mein komplettes Inventar liegen. Das ist im Endeffekt ist nicht so leer und jetzt ist dann. Ich muss wirklich mal da unter Wasser trinken gehen. Vogel sitzt auch daneben mir unter Wasser. geht nicht. Baut der eigentlich immer weiter an, ungeachtet, dass da schon überall Pflanzen sind, oder? Ich meine, nicht wurscht, solange es geht, aber irgendwie wirkt das nicht so geplant. Und sagen wir sich ehrlich, die Tomaten, also die Paradeiser sind ja da wirklich. Also seit wann wachsen die so bodennahe? Special Frucht. Bitte. Drehst den Schalter wieder um. So. Wir gut. Ah.
Die Kartoffel kann ich braten, aber das Fleisch nicht. Okay. Muss man ja nicht verstehen, oder? CP, cooked potato, jetzt weiß ich auch, was das heißt. Nur mal so ehrlich mal. Jetzt schon, weil ich es einfach einmal so gesagt habe. Rechts. So. Das haben die schon einmal gemacht. Das sind sie gestanden und ihm ganz wo dagegen gehauen. Tell me who, tell me who. So. Banana! Wut und Almbau, du könntest sogar damit dienen jetzt. Aber warum sollte ich das alles upgraden bis zum geht nicht mehr? Bringt ja eh nichts. Es rutscht leider nicht nach. Okay, dann lassen wir es so. Also das Essen, also man muss wirklich ungefähr 20 Kartoffeln essen, um einmal satt zu werden. Ist ein bisschen übertrieben, aber das kennt man ja schon aus anderen Spielen, die was immer leichter sind, wie zum Beispiel, na, Tektonika, auf einmal 20.000 irgendwas braucht und man denkt, leck mich doch am Arsch, wo soll ich denn das alles hernehmen? Ich muss euch jetzt was sagen, Leute. Mir reicht es jetzt mit diesem Geklopfe da auf der Außenseite. Ich werde jetzt herausgehen und den Typen erschlagen. Insofern ja eh wurscht. Spielt ja eh nicht wirklich eine Rolle. Den Typen braucht er eh keiner. Aber jetzt reicht's. Es wird immer obskurer, die Stellung von denen. Danke. Aber du wolltest unbedingt die ganze Zeit blöd sein. So, gehen wir. Wir haben da oben nochmal was einzeichnet. Hier. Drüben ist Kohle, könnte man Schusswaffen herstellen. Nein, jetzt nicht. Sind eh so auch schon unbesiegbar. Kommt man zumindest so vor. Ja, also ein abschließendes Resümee. Kann man jetzt ziemlich sicher schon sagen, ja, die Grafik ist schön. Fertig. Nö, also,
ehrlich mal, also ernsthaft kann man es noch nicht zocken. Also dafür ist es eh noch nicht im Verkauf, aber man kann es noch nicht mal kaufen theoretisch. Ernsthaft würde ich das nicht nehmen. Aber Grafik okay. Einige Ansätze da. Man kann zum Beispiel auch bauen. Ja, das meine ich ja, Carolinchen. Das ist, sie sagt, schreibt, das ist ein tolles Spiel. Jetzt nicht so vom Spiel her, aber die NPCs sind witzig. Ja, die sind teilweise wirklich recht spaßig. Und ja, man kann schon irgendwie mit dem Spiel immer wieder was machen, aber man kann auch bauen. Aber es ist alles, ihr seht es ja selbst, es wirkt so. Kennst du das, wenn man einen Baukasten nimmt und setzt einfach vorgefertigte Teile zusammen, so assetmäßig, und schaut gut aus, passt doch irgendwie, aber es ist halt nicht perfekt alles, es ist halt nicht perfekt füreinander. Es ist halt hier auch so. Warum sind die Tomaten zum Beispiel am Boden? Zeig mal, arme Tomaten, slash Paradeiser, die was im Endeffekt so über dem Boden wachsen und nicht an einem grünen Stamm rauf. Dafür ist der Kartoffelding ein bisschen übergroß geraten, kommt mir vor. Ich wärme Kartoffeln bei uns, aber ich glaube nicht, dass sie so groß werden, dass sie schon Brusthöhe haben. Ah, gut, das kann mit irgendwelchen mutierten Samen schon sein, aber. Ja, ich bin mir, ich weiß nicht, irgendwie. Ei. Wieso haut man denn die Eier? Jetzt bin ich hängen geblieben. Das Coole ist, man sieht ja. Ach. Ja, das ist recht lustig, den Zuschauern, ja. Aber ich hätte, glaube ich, von dem Spiel noch einen Key. Falls wer Interesse hat. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Der Entwickler hat gemeint, er schickt mir zwei Kopien. Ich habe aber nur einen Key gekriegt. Ich habe es jetzt nicht natürlich getestet, ob der gleiche Key ein zweites Mal funktioniert, weil das wäre blöd, dann habe ich zum Beispiel zweimal in zwei Accounts. Aber wenn ich wer will, kann das gern probieren, aber es ist wie gesagt, ja. Spaßiger Zeitvertreib, nenne ich es jetzt mal. Man, eigentlich ist das der Sinn von einem Spiel. Aber das Spiel ist ja deswegen lustig, weil es sich irgendwie nicht ernst nimmt, eher unfähig ist, die Leute. Tut nicht Not. Also was habe ich hat gerade Zeit, habe ich gehört, weil die Dinge eh nicht gehen. Das andere Spiel. So, und nochmal, ich hätte auch Schusswaffen machen sollen, aber egal, ist ja wurscht. Wo ist man denn da? Das ist auch so deppert. Wo ist denn die blöde. Ach so, ich suche die Steinaxt, ich brauche die Rusty. Die Stonepicke. Jetzt. Angriff! Ja. Nehmen wir mit. Haben wir sicher noch zwei Sachen brauchen. Ja, ich habe nicht recht viel von den Bauern hier gezeigt, aber wenn die vorgefertigten Häuser so. Okay, dann nicht. Noch so einer. Wenn die vorgefertigten Häuser da eigentlich praktisch alles liefern, was man braucht, dann ist halt die Frage, was genau, ob es genau Sinn macht, dass ich mich da händisch hinstelle und zum Bauen anfange. Weil irgendwie ist da alles da, also. Ja, die Bandage bringt genau original so viel, wie wenn ich Essen tue. Also die großen Kartoffeln da hier. Ne, das ist eine Kokosnuss. Egal. Muss reichen.
Die haben mögen Potatoes. Ich meine, so ganz ehrlich, vom Schatten und von dem Ding, von dem Schaurigen, ist das gar nicht schlecht grafisch. Grafisch kannst du wirklich gute Sachen. Aber es wirkt dann alles sehr stupide noch irgendwie. Das ist schwierig. Das ist. Also empfehlen, muss ich ehrlich sagen, kann ich es nicht. Das ist nicht. Außer man will Fun-Runden drehen, Multiplayer mit Freunden. Dann schon. Soweit ich gesehen habe, steht nämlich am Anfang Multiplayer. Magst du dich die NPCs anschauen, Carolinchen? Auf. Part 1. Jetzt gehen wir da ein paar Meter weg. Müssen wir jetzt alle nacheinander abrennen oder wie von den Gräber? Eben müssen. Das ist jetzt so ein. Nicht muss, muss, muss. Springt das da ist auch ziemlich schnell im Eimer. Was ist denn das dort? Ein Schiff? Kann ich mit dem, bitte sag, ich kann mit dem wegfahren. Mann, wird nicht gehen. Aber bitte Kuhm, das wäre cool. Was soll ich schauen beim Streamen? Die NPCs beobachten? Wieso regnet es eigentlich durch alle Decken durch? Das täte ja recht cool ausschauen, wenn da jetzt nicht durch die Decke regnet wird. Ehrlich, das täte gar nicht schlecht ausschauen. Das will ich haben. Was ist denn das für eine Engine? Die wirkt nämlich eigentlich ziemlich. Das wirkt so ziemlich Unreal-like, muss ich ganz ehrlich sein. Ich werde dann die NPCs nochmal beobachten, ob ein paar Häuser aufschneiden. Jetzt wieder wir den Knopf gefunden für den Regen. Und wer hat auf der Insel bitte überall verteilt die Leute begraben? Gibt es da nicht sowas wie einen Friedhof oder ist die ganze Insel ein Friedhof? Bis eigentlich wollte ich das jetzt nicht mehr alles durchgraben, aber wenn ich jetzt wirklich von einem zum anderen schnell finde, dann. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich hier weggehe. Nö. Ich hasse das, wenn ich keine Map habe. Auf Map kommt das Ding. Ich habe keine Ahnung, wie groß es ist. Na, Planet Crafter regnet es nicht rein. Caroline hat meint gerade, ob es da reinregnet. Ja, oder ob es da noch reinregnet. Nein, nein, Planet Crafter in die fertigen Habitat-Dinger, da regnet schon lange nicht mehr rein. Das hat sich erledigt. Das war mal, ja, aber das ist nicht mehr. Ja, Leute, wir werden jetzt nicht die ganze Insel hier ablaufen. Wir haben zwar noch jetzt eine Viertelstunde oder was, um hier mal zu schauen, was wir noch rausholen können aus dem Game. Aber Gold haben wir zum Beispiel noch gar nicht gefunden. Ja, das wollte ich vorher gerade sagen. Vielleicht ist die ganze Insel ja ein Friedhof. Also ich habe die letzten. Man kann sie auf meinem Kanal schauen. Ja, ich packe hier alles in Playlist. Nimmst die Playlist, letzten Planet Crafter, da hat es sicher irgendwo mal geregnet. Dem Dreiviertelstunden, Partstunde.
Normalfall, sage ich mal, ja, wird es geregnet haben. Jetzt gehen wir mal zu dem Berg da. Der wirkt ja schön bergig. Nö, Karolinchen, da war jetzt ja ohne Scheiß mal. Also ich glaube, dass die letzten mir ist die letzten Male nicht aufgefallen, dass irgendwo reinregnen wird. Was ist denn das da oben? Jetzt 2000 irgendwas, was sind das 100 irgendwas? Na schaut, ob der Entwickler doch noch was einbaut. Das Lauf ist so wie ganz gar käsiger. Ah, das hat mit Altwerden nichts zu tun, Karo. Kara, ich sag mal Karo. Kara. Wenn es auf einmal nicht mehr reinregnet, fällt es dann nicht auf, weil es eigentlich normal ist, dass es nicht reinregnet. Das ist jetzt so. Warum soll Old Mine? Old Mike Donald had no farm. Jetzt wird es aber. Weißt du, das meine ich. Obwohl das Spiel ja gar nicht so gut ist, mal. Jetzt, also. Jetzt wird es langsam cool mit den Screenshots und die Sachen da. Ei. Geronimo! Was hat der Miner mit? Die Stone Pickaxe. Jetzt weiß ich langsam, für was man die Torch braucht hätte. Wut hätte ich sogar close. Läuft, mit der kann ich auch hinhauen. Schaufel pickt man nicht ab. Moment, Handy hat gerade was gemeldet. Die haben nämlich eine Server Maintenance Alert rausgegeben für Palia. Palia Server undergoing Maintenance. Mitternacht gehen sie los, gehen sie auf Maintenance. Eben wegen Problemen, aber nicht wegen Login-Problemen, haben sie gesagt, haben sie es nicht gesagt, aber wegen irgendwelchen anderen Problemen halt. Hey. Hier ist alles. So. Was ist das? Es ist so schade irgendwie. Ja, vielleicht haben sie auch da Probleme damit gehabt. Wenn sie irgendwie die Server die Daten nicht hergeben, der Launcher lädt ja runter. Vielleicht hat er da ein Problem. Aber ich finde es so schade in dem Spiel da, dass er. Das ist alles eigentlich wirklich schön gemacht. Die Höhle da, irgendwie erinnert es mich an 7 Days to Die. So eine ausgeschabte Höhle und den Boden.
Lichtdinger-Effekte da. Finde ich eigentlich gerade relativ cool. Ich liebe es auch, wenn Fackeln nichts bringen. Also ehrlich, wenn ich an die Wand schon anrennen muss, dass ich was sehe, ist die Fackel aber nicht recht toll. Machen wir IP schnell. Bandagen, was geht? Ja gut, man kann schon so weit klicken, wie man will. Ah, auch. Nicht das ganze Essen bringt ja was, aber die Tomaten sind schon, das esse ich jetzt auch, wenn es mir wurscht ist. Aber ich glaube, das hat mir jetzt mehr wehtan als sonstiges. Scheiße. Ein Expert Miner. Das tut mir weh. Das lassen wir mal lieber. Nameless Grave. Spreng ich mich sicher in die Luft mit dem Zeug, warte mal. Scheiße. Ich denke, das ist nicht so gemacht, dass ich da durch kann. Außer es gibt noch Dynamit zu machen. Na gut, das war's mit der Mine. Da bin ich gekommen, da war ich gerade und da ist, steht man an. Dann gehen wir wieder raus. Haben wir noch was zum Essen mit, was live bringt? Ja, die Tomaten, gell? Geht das wirklich nur mit der Stone? Warum auch immer. Einen Mod habe ich noch. Scheiß drauf.
Verarscht mich doch, oder? Ich verarsche mich. Gibt's ja nicht. Naja, aber man muss dazu sagen, ich habe wenigstens jetzt da, ich habe das Spiel jetzt wenigstens probiert. Ich habe die ganze Zeit das vor mir hergeschoben, jetzt habe ich es probiert. Also da muss man sagen, ich hab's gemacht. Ja, ich komme dort nicht weiter. Gibt es irgendwas zum Herstellen? Explosives oder so? Skull Bomb. Warum frage ich Idiot doch? Ist das Einzige, was Boom macht im Spiel. Okay, es hat nicht geregnet, das ist schade. Im Planet Crafter, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt war. Ich denke, das war's jetzt. Also, ihr seht, das Spiel hat ja. Wie sagt man das jetzt? Ist das Potenzial? Für ein kleines Projekt? Nee. Also, das geht so mal gar nicht. Alleine das Granatenwerfen, da diese Glasflaschen sind vorab halt wie Gummibälle und quer über die Karte geflogen. Und das ist ja alles, das ist ja schön und gut, wenn es das macht, aber das ist ja nicht der Dauerzustand. Also, das Ganze hier ist schön designt. Wenn man genau schaut, immer mit der gleichen Palme, schräg, schräg, bisschen Bogen, immer die gleiche Palme leicht in eine andere Richtung dreht. Von den großen bei den kleinen auch. Wobei, in Wirklichkeit, der Palm macht ziemlich ähnlich aus, schon einmal nach links und einmal rechts dreht sind. Das ist ja okay, das stört gar nicht. Die ganze Umgebung können Sie von mir aus schnell mit Assets zusammenbatzen, aber das Combat, kein Trefferfeedback. Ah, das tut weh. Also mir tut sowas weh, wenn ich kein Trefferfeedback habe, tut mir das weh. Das geht gar nicht. Und ich habe hier leider keins. So wäre es gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, weil man könnte ja auch man kann ja hier noch mit diesen Blaupausen, die ich jetzt nicht herzeigen kann, wenn es am Berg liegt. Damit die Blaupausen kann man theoretisch ja problemlos eine eigene Hütte bauen. Einfach so wie arg-mäßig, nur viel weniger großen Umfang. Und ja, das. Sie müssten halt noch einiges aufpolieren. Das ist wie bei Coreborn. Da hat es Wasabi auch gesagt damals. Für ein Release in einem Monat ist es ein bisschen ein eigenartiger Zustand. Ich habe es jetzt bis jetzt auch noch nicht gespielt. Interessiert uns mich noch immer. Mal schauen, was da noch kommt. Aber im Prinzip würde ich mal gerne Wayfinder jetzt probieren. Das wollte ich. YouTube-Werbung bin ich zu bombardiert worden die letzten Monate. Täglich 10 Mal, dann wieder jetzt gar nicht mehr, dann release das Spiel und man kann es aber irgendwie, oh, und man kann es aber irgendwie nicht spielen, weil halt einfach irgendwie die Server nicht da sind. Die rennt man sicher nach.
So. Das war's. Nee, Wayfinder ist eigentlich ein MMO mit Dungeons etc. und Free-to-Play-MMO. Released am 17. vor 4 Tagen. Und es gibt Leute, das ist mit 30% positiv bewertet, nur, das heißt größtenteils negativ. Da gibt es Leute, die haben 8,8 Stunden Spielzeit auf ihrem Account und 8 davon waren die Warteschlange. Ich habe es letztes Mal gestartet, das ist, weil es ja gratis ist, habe ich es auch mal installiert. Was der so Charakter, Klassen, Dungeons, Warcraft-mäßig halt irgendwie, nur free to play mit Housing etc. Es ist bunt, aber nicht so bunt, dass es schlimm ist. Ich wollte es mal anschauen. Ich habe es letztes Mal gestartet und hat schon mal das Hauptmenü geflackert. War mir wurscht. Auf Anmelden drückt. Dann ist da gestanden, 21.000 Wayfinders vor dir. Wartezeit 5,5 Stunden. Dann habe ich es wieder abgedreht und habe Palia gespielt. Heute Vormittag, 9 Uhr, Arbeitstag, in so ziemlich allen deutschsprachigen Ländern und auch europäischen. 5.500 Leute vor mir. 9 Uhr vormittags immer passt. Auch das kann man anscheinend nicht jetzt da direkt gleich losspielen. Also ich weiß nicht, man kommt da schon rein, aber so viele Stunden Wartezeit, dass es eigentlich nur mehr, nicht mehr lustig ist. Jetzt habe ich es mal lassen dabei. Irgendwer hat gemeint, es gibt 6.000 Plätze auf dem einen Server. Dann haben sie es wegen extremen Ansturm erhöht auf 7.000. Das was auch lächerlich ist, was viele geschrieben haben, weil ja im Endeffekt 21.000 Leute noch in der Warteschlange sind. Das heißt, wenn sie es dann um 1.000 erhöhen, ist das bei weitem zu wenig. Und die letzte Meldung, was wir bei Wayfinder geschrieben haben, hat auch geheißen so, this sucks. Sie finden auch keine anderen Worte, es suckt einfach. Ja, dann sollen sie was tun dagegen. Nicht weinen, arbeiten. Man kann auch einen schlechten Start hinlegen. Das haben schon einige Spiele gezeigt. Und trotzdem noch gut werden. Das Spiel selbst ist angeblich gut bewertet. Das sind nämlich wirklich ausschließlich nur wegen die Probleme mit dem Login. Ein Bär? Ich meine, ich weiß, dass es den da gibt. Habe ich vorher schon gesehen, aber eigentlich wollte ich den meiden. Ich hoffe, der bleibt da hängen. Oh. Noch habe ich keine Live verloren. Na, Wayfinder werden wir sich auch mal anschauen. Aber ein Free-to-Play-MMO haben wir immer Zeit dafür. Jetzt gibt es ja auch noch andere Sachen wie Palia zu fertig machen. Allgemein noch ein paar Spiele offen. Im Streaming werde ich auch irgendwann mal Diablo einlegen. Ich möchte die Story fertig spielen. Ich kenne es für mich. Ich kenne die Story wirklich nicht bis zum Schluss, nicht. Und die soll so gut sein. Ich werde das dann mal, das werde ich im Video, YouTube-Video werde ich dann auch nicht schneiden. Das wird dann einfach ein langer Stream immer wieder, wenn ich die Zeit habe, mal so einen Star-Abend Diablo, 2, 3, 4 Stunden. Zweck Story. Aber nur damit ich es fertig kriege. Dieses Dorffarmen mache ich ja eh nicht. Was auch cool war früher, aber kann man dann ja immer noch machen. Drops sind ja Zufall, von daher kann man ja jederzeit irgendwas machen und trotzdem was Gutes kriegen. Ich liege da schon zweimal rum. So, das werden wir jetzt noch einmal probieren. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das jetzt probiere. Jetzt nervt es mich dann. Wisst ihr das? Das hupft rum wie ein Gummiball. Aber noch, ich habe nur mal für einmal Gunpowder. Kann eigentlich nicht nochmal kommen. Ja, dem ja. Kann ich das einfach da durchschießen so?
Passt. Das war's. Leute. Wie sage ich das jetzt? Ich hoffe, das hat euch einen Eindruck gegeben von dem Spiel. Ich hoffe, das hat euch auch halbwegs gefallen. Es gab lustige Stellen, es gab What the fuck Stellen, es gab Facepalm Stellen. Ja, und es gab viele grafisch schön gemachte Momente, die aber trotzdem irgendwo dann in einem sehr simplen Gameplay ersticken. Nennen wir es mal so. Aber ja, was soll man jetzt machen, genau? Im Endeffekt kann man da jetzt eh nicht viel dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was sonst noch kommen soll. Ich weiß nicht, wo die Schrift sein soll. Ich könnte jetzt nur mehr rumrennen. Die letzte Quest, was ich hatte, war eben... Find die Teile von der Statue. Ich weiß nicht, was dann passiert. Interessieren würde es mich ja schon irgendwie, was dann passiert. Aber ich komme ja alleine schon in das eine Grab da nicht rein. Also. Und außerdem wirkt die Karte ja verdammt riesig eigentlich. Sie wirkt wirklich groß. Da ist man dann doch ein bisschen zu zart, glaube ich, jetzt die ganze Zeit zu sterben, wenn ich nicht mehr weiß, wofür. Heißt, ich kletter drauf und kartografiere. Nee, falsches Spiel. Ich werde da jetzt mal einfach aufhören hier. Wir lassen das. Aha. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem anderen Livestream, anderes Spiel, anderer Stream. Würde mich freuen. Ansonsten, ich will da noch beim drüber schauen, deswegen rede ich gerade so langsam. Ich will da sehen, was da noch kommt. Das ist ja riesig noch. Ich sitze da drüben mit meinen 5 komischen Maxeln und da gibt es Straßen. Das gibt's doch nicht. Was hat die Entwickler da geritten? Ach du Scheiße. Wie viele Leute können auf die Map? 4? Kann jeder ein Imperium aufbauen? Ja, dahinter auch noch weiter. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt so eine kleine Insel. Dahinter kommt sogar wieder so ein Grab. Also ich denke nicht, dass da noch weitergeht. Ihr könnt zwar aber auf YouTube unter die Kommentare schreiben, nach dem zweiten Part hier, ob es euch interessiert, ob wir hier noch eine Runde drehen, ob wir einfach nur die Gräber suchen, mal im Kreis rennen, schauen, was passiert. Das wird ein bisschen längerwieriger, muss ich aber gleich dazu sagen, wird dann auf Twitch gestreamt und auch für YouTube in ein Video zusammengeschnitten, weil die Laufwege dazwischen kann man ja dann streichen. Aber das wird sicher eine Weile gelaufen noch, also... Oh, Gegner. Gut so, brauche ich was zu essen. Also, nicht die Gegner. Die haben immer Essen mit. Für Pickaxe habe ich ihn jetzt schon. Bin ich deppert da? Was haben wir denn jetzt schon? Ach Gott, na. 3, 2, 4. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel sind das? 5, 6, 7. Ja, aber das ist...
Das ist genauso aufgebaut wie das andere. So, aus, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich laufe da jetzt nicht mehr her. Gut, Leute, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir werden das vielleicht wahrscheinlich eher, wenn, dann fangen wir es nochmal von vorne irgendwann an, wenn es released, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Ich habe nicht keine Markierung, wo meine Leiche ist. Ich sehe, wo ich jetzt überall suchen kann, nämlich überall. Und die Totenköpfe sind ja was anderes. Ja, ihr müsst jetzt alleine klarkommen da, meine Freunde. Und ihr im Stream und bei YouTube. Danke fürs Zuschauen, Leute. Hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, Follow. Nicht vergessen. Bis dann und